Ich begrüße dich herzlich zu meinem Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du wieder hereinschaust. Mein heutiges Thema lautet Gleichung linearer Funktionen ermitteln. Es ist Teil 1 von 3 Teilen. Und zwar, es ist Video 2 zur Reihe linearer Funktionen. Suchst du hierzu ein Aufgabenblatt? Sieh auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in der Playlist FOS 11 BG 11 SEC 1. Die Aufgabe lautet, ermittle die Gleichung der linearen Funktion, klein f, mit den gegebenen Angaben. Aufgabenteil A, m ist gleich 4, b ist gleich minus 5. Aufgabenteil B, m ist gleich minus 2 und der Graph verläuft durch den Punkt P 1 Stab 4. Aufgabenteil C, Graph verläuft durch den Punkt P 2 Stab 6 und b gleich 3. Aufgabenteil D, Graph hat die Steigung minus 2 und schneidet die y-Achse im Punkt P 0 Stab 8. Und Aufgabenteil E, eine Ursprungsgerade verläuft durch den Punkt P 3 Stab 5. In der Aufgabenstellung A sind die folgenden Angaben gegeben. M ist gleich 4 und B ist gleich minus 5. Schauen wir uns die Lösung an. Ich schreibe mir erst einmal die Funktionsgleichung allgemein für eine lineare Funktion auf. Da sie f heißen soll, schreibe ich f von x ist gleich m mal x plus b. M ist die Steigung meiner Geraden und b ist der Ordinatenabschnitt. Das heißt, das ist der y-Wert des Schnittpunktes der Geraden mit der y-Achse. So, was haben wir? Wir haben einmal hier m gleich 4 und da unser m und wir haben b gleich minus 5 und dort das b. Also brauche ich nichts weiter zu machen, als diese Werte jetzt in die Gleichung hier einzusetzen. Dann haben wir f von x ist gleich, für das m setze ich die 4 ein, mal x plus, für das b setze ich die minus 5 ein. Damit die Plus und Minus nicht alleine gegenüberstehen, muss ich unbedingt dieses minus 5 einklammern. So, und hier kann ich nochmal die Vorzeichenregel anwenden. Plus mal Minus ist Minus. Also kommt raus 4 mal x minus 5. Schauen wir uns nun die Lösung zu Aufgabenteil B an. Gegeben ist ja m gleich minus 2 und dass der Graph durch den Punkt P 1 Stab 4 verläuft. Ich habe hier die allgemeine Funktionsgleichung meiner linearen Funktion f aufgeschrieben. Auch hier ist ein m bereits gegeben. Wir können also hier für das m gleich die minus 2 einsetzen. Das machen wir jetzt. Dann haben wir f von x ist gleich die minus 2 dort eingesetzt mal x plus b. Ja, aber jetzt haben wir noch eine weitere Unbekannte immer noch. Das heißt, wir haben das b. Hier ist aber jetzt ein Punkt gegeben, der auf der Geraden liegt, also auf dem Graph dieser linearen Funktion. Die erste Koordinate ist sozusagen die x-Koordinate des Punktes P und die zweite Koordinate ist die y-Koordinate des Punktes P. So, und wenn jetzt ein Punkt auf einer Geraden oder auf einem Graphen liegt, dann darf man den x-Wert des Punktes in die Funktion einsetzen und es muss dann der y-Wert rauskommen. Das heißt, ich setze jetzt also hier für das x die 1 ein. F von 1 ist gleich minus 2 mal 1 plus b. Ja, und hier hinten die 4, die kommt dann raus. Also gleich die 4 meines Punktes. So. Und jetzt löse ich diese Gleichung. Ich schreibe sie mir nochmal auf. Dann habe ich minus 2 mal 1 plus b gleich 4. Daraus folgt entsprechend minus 2 plus b gleich 4. Ich will b haben. Das Entgegengesetzte zu minus ist plus. Also muss ich plus 2 rechnen und dann kommt raus b gleich 6. So, und jetzt habe ich alles, was ich brauche.
Die Steigerung hatte ich ja schon gegeben, also setze ich mein b hier noch ein und bin dann fertig. Das heißt, f von x ist gleich minus 2 mal x plus 6. Ja, da habe ich jetzt das b eingesetzt und habe dann das Ergebnis raus. Kommen wir nun zur Lösung zu Aufgabenteil c. Hier habe ich schon mal die allgemeine Funktionsgleichung aufgeschrieben. Ja, was kennen wir bereits? Wir kennen bereits hier hinten unser b gleich 3. Das können wir gleich hierfür einsetzen. Das mache ich jetzt auch. Dann haben wir f von x ist gleich m mal x plus 3. Ja, das ist jetzt hier meine 3. Jetzt habe ich aber noch das m zu bestimmen. Aber was weiß ich noch? Ich weiß, dass der Graph durch den Punkt P 2 Stab 6 verläuft. Das heißt, dieser Punkt liegt also auf der Geraden. Und damit darf ich seine x-Koordinate hier fürs x einsetzen und es muss die y-Koordinate rauskommen. So, und das machen wir jetzt. Ich setze also jetzt für das x die 2 ein. Plus 3 schreibe ich wieder das ab. Und das muss gleich 6 ergeben. Weil der Punkt drauf liegt, muss hier jetzt dann entsprechend die y-Koordinate rauskommen. Ja? Also dieser Wert ist dieser Wert. So, jetzt habe ich hier wieder eine kleine Gleichung. Die muss ich auflösen. Ich schreibe sie nochmal auf, indem ich aber schon mal drehe. 2 mal m plus 3 gleich 6. Ich bringe erst die 3 rüber. Da da ein Plus steht, muss ich entgegengesetzte Rechenoperation machen, also minus 3 rechnen. Dann habe ich 6 minus 3 ist 3. So, und dann teile ich nochmal durch 2. Und das bedeutet dann, m ist gleich 3 halbe oder auch 1,5 als Kommazahl. So, und jetzt kann ich meine Funktionsgleichung aufschreiben. Hier oben stand sie ja schon mit dem b. Da muss ich jetzt für das m einfach nur noch die 1,5 oder die 3 halbe einsetzen. Also habe ich dann f von x ist gleich 1,5 mal x plus 3. Das ist die Lösung. Schauen wir uns nun die Lösung zu Aufgabenteil d an. Der Graph hat die Steigung minus 2 und schneidet die y-Achse im Punkt p 0 Stab 8. Ich habe das hier mal skizziert. Ich habe hier mein Koordinatensystem gezeichnet und habe den Punkt p 0 Stab 8 mal eingetragen. Er liegt also hier bei 8 auf der y-Achse. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns also, dass die 8 nichts anderes ist als das b, der Ordinatenabschnitt. Das heißt, b ist gleich 8. Das weiß ich aufgrund des gegebenen Punktes, weil es der Punkt ist, wo der Graph die y-Achse schneidet. Des Weiteren habe ich hier noch die Angabe, dass die Steigung minus 2 ist, ja, aber die Steigung war ja nichts anderes als mein m. So, und dann habe ich hier schon die allgemeine Funktionsgleichung aufgeschrieben. Ich setze die Werte ein. Also mein m ist minus 2, weil es die Steigung ist, mal x plus 8. Und damit habe ich die Lösung. Kommen wir nun zu Aufgabenteil e. Gegeben ist eine Ursprungsgerade und die verläuft durch den Punkt P3 Stab 5. Ja, aber was ist eine Ursprungsgerade? Betonung liegt auf Ursprung. Ist eine Gerade, die durch den Ursprung verläuft. Das bedeutet also, mit anderen Worten, dass der Punkt O 0 Stab 0, das ist der Ursprungs, entsprechend auf der Geraden liegen muss. Und zusätzlich bedeutet das natürlich, weil es die Ursprungsgerade ist, dass mein b 0 sein muss. Ich kann also hier jetzt schon sagen, dieser Wert hier ist mein b. Nun zur Lösung. Ich habe hier schon mal das
gezeichnet. Die Ursprungsgerade, wie eben besprochen, ist eine Gerade, die durch den Ursprung verläuft und sie soll durch den Punkt 3, Stab 5 gehen. Wir wissen also schon mal, dass der Ordinatenabschnitt, also mein b, 0 ist. Ich kann also in die allgemeine Funktionsgleichung bereits für mein b 0 einsetzen. So, was weiß ich noch? Ich weiß, dass dieser Graph durch den Punkt 3, 5 geht. Das bedeutet, ich kann seine x-Koordinate für die 3 einsetzen und es muss die y-Koordinate rauskommen. Das mache ich jetzt. Also für x muss ich die 3 einsetzen, weil der Punkt auf der... Oh Mist. So, die für x die 3 einsetzen und es muss dann der y-Wert des Punktes rauskommen. Das ist die Eigenschaft, wenn der Punkt auf einem Graphen liegt. Hier in dem Fall einer Geraden. So, und diese Gleichung muss ich lösen. Dann kommt raus, 3 mal m ist gleich 5. Ich teile noch durch 3. Dann ist m gleich 5 Drittel. So, und dann kann ich meine Funktionsgleichung aufschreiben. Daraus folgt also, f von x ist gleich 5 Drittel mal x plus 0. Ja, aber dieses plus 0, das lässt man weg. Also schreibt man nur 5 Drittel mal x entsprechend. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked doch bitte das Video oder lasst sogar ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.